Hallöchen, es ist Oktober und ich dachte, was ist das Gruseligste, was ich machen könnte? Ein Beauty-Tutorial. Und deswegen bin ich neben dem lieben Marvin Magnificent, der ist auch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr mal reingucken. Aber wir machen jetzt erstmal ein Make-up-Tutorial über Everyday Basic Make-up. Ja, ne? So Back-to-School-Make-up, ganz simpel, ganz leicht, ganz dezent. Das ist total unser Ding. Ja. Und total mein Ding. Und deshalb geht's jetzt auch einfach los, gell? Okay. Gut, wir müssen deine Haare wegdingsen. Ach so. Oh, ohne Stirn. Im Internet ohne. Das ist die Stirn des Todes übrigens. Die Stirn des Todes. Ich müsste eigentlich so ein Maul hier so rein animieren, wenn ich meinen Pony so hoch mache und dann so. Das wäre süß. Also am besten ist ja immer, wenn man damit anfängt, dass man erstmal die Haare aus dem Gesicht nimmt. Oh Gott, mein Gesicht. Für Natural Look fängt man immer mit den Augenbrauen an, ne? Deshalb würde ich sagen, kämmen wir die erstmal schön durch, ne? So. Das ist auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, damit das natürlicher wirkt, sollten wir die einfach erstmal abdecken. Dann können wir einfach neu draufmalen und können so eine richtig natürliche Form einfach machen. Das ist schön. Geil, klassisch mit dem Uhu. Ne, Uhu? Brittstift. So, Brittstift. Dann geht's ab. Geil, ich wollte schon immer mal jemand anderem mit so einem Uhu einfach mal knallhart den Stick ins Gesicht schlagen. Ja, richtig geil. Alter, und das sieht auch gleich schön aus, ist das Ding. Steche ich dir gerade eigentlich gerade so mit meinen Nägeln irgendwie den Kehlkopf raus? Also Leute, für ein natürliches Finish, ne? Einfach Uhu drüber, so. Dann hole ich meinen Föhn und dann föhnen wir das ein bisschen. Geil! So, und jetzt pudern wir den ganzen Spaß einfach kurz einmal ab. Zum süßen Transparent Powder. Alternativ geht auch Mehl? Ja? Nein. Und dann geht man einfach nochmal drüber. Man darf da auch keine Angst haben. Nee, einfach drauf. Und nochmal. Nochmal. Und dann, ne, für Natural Look erstmal abdecken. Alles Leute. Weg. Alles weg. Alles. Ich finde das immer total ungewohnt, weil ich mein ganzes Leben lang Augenbrauen hatte. Ja. Ich hatte so Freundinnen, die haben sich dann in der Pubertät so eiskalt abrasiert und dann so mit einem Kajalstrich, weißt du? So Edding-mäßig. Wir nehmen jetzt eine ganz zarte, natürliche Foundation mit einer sehr geringen Deckkraft. Quasi Creme. Müsst ihr auch nur so 3 Stunden vorher aufstehen, bevor ihr zur Schule geht. Genau, mach mal lang. Lass mich mal ran, Mutti. Nimm jetzt einfach Puder, was eigentlich ein bisschen zu hell ist. Aber dadurch hat man so ein bisschen mehr zum Porzellan-Look. So, und natürlich Hals nicht vergessen. Ich sag ja, abrasieren wäre viel schneller gegangen. Abrasieren geht schneller. So, Freunde, als nächstes, nachdem wir das schön einmal, ne, unsere natürliche Schönheit rausgeholt haben, alles was ging, fangen wir jetzt mit dem helleren Part an. Also wir wollen jetzt so ein bisschen highlighten quasi und das Auge ein bisschen optisch vergrößern. Tragen wir das halt erstmal einfach auf den beweglichen Lid auf, ne? Könnt ihr euch auch schon gönnen. Würde ich auch einfach wirklich einen strahlend weißend nehmen. Und jetzt malen wir einfach unten auch ein bisschen hin, einfach damit es ein bisschen größer wirkt. Schön. Symmetrie ist halt auch irgendwie unnatürlich, also braucht euch nicht so viel Mühe geben. Man kann immer Picasso als Vorlage nehmen. Dann nehmen wir einfach ein bisschen weiße Puder wieder hier. Fixieren einfach mal so ein bisschen die Farbe auf dem Lid. Schön. Jetzt sieht euch halt auch der Lehrer aus der Distanz und kann euch wahrnehmen. Ich sehe aus wie ein Panda. Zombie-Panda. Die Zombie. Attack of the Zombie-Pandas. Attack of the Zombies. So, Freunde, jetzt nehmen wir als nächstes einfach mal einen schwarzen Eyeliner. Könnt ihr auch mit dem Pinsel auftragen, aber ich nehme einfach immer so einen separaten. Wie ihr sehen könnt, einfach einmal, ne, umranden. Dann tritt das optisch alles noch viel mehr nach vorne. Schön. Natürlichen Lidschatten. Sowas. Ne, und wir imitieren hier jetzt einfach mal so eine Lidfalte. Machen dir jetzt schöne Browsies. Wir haben die ja nicht umsonst abgedeckt. Kurz unterm Scheitel. Augenbrauen sind die Nippel des Gesichts. Es ist sehr wichtig, dass ihr die gut setzt. Ja, das macht alles aus. Schön. Jetzt musst du einmal nach oben gucken. Ich gehe dir jetzt hier so eklig rein. Marvin Magnificent steckt es mir rein. Da sind alle sehr verwundert, glaube ich. Marvin Magnificent geht eklig rein. Du kriegst jetzt Glitter. Leute, wenn ihr Glitter benutzt, braucht ihr immer was zum Anmischen, damit das hält, wisst ihr? Das ist so ein Mixing-Medium, das macht man da so drin. Ich liebe diese natürlichen Make-up-Tutorials. Passt so gut wie eine Abendroutine. Ja, aber wenn wir mal die Brows und Fleek haben, müssen wir die halt auch ein bisschen highlighten, ne? Schön. Für den natürlichen Wimpernaufschwung, für den kleinen, also Lashes organized hier. Ganz dezent. Schön. Ich finde es auch, ist ein total klassischer Look. Klasse. Den kannst du immer bringen, auch wenn du deine Oma, ne, wenn du zum Tee gehst. Hochzeit. Beerdigung. Erstes Date. Vielleicht schneide ich die weiter aus, ne? Okay, Leute. Vielleicht können wir das noch irgendwo benutzen. Als Hitlerbart. Weißt du? Schwester, das wird hier kein Hitler-Tutorial.
Alle eure abgeschnittenen Wimpern könnt ihr zu einem Hitlerbart zusammenkleben. Sag das nicht, wenn meine Mama das guckt. Die Lashes hauen alles raus. Ich sag das, Leute. Wenn ihr bis jetzt denkt, okay, ich meine, ich habe jetzt zwar so ein bisschen was aufgetragen, aber so in die Schule möchte ich damit jetzt noch nicht. Die Lashes hauen alles raus. Ja. Süß. Die kommen nach unten. Jetzt erkennst du, was ich gemacht habe, ne? Jetzt so langsam. Jetzt haben wir so ein bisschen das Auge optisch vergrößert. Dezent. Süß. Ach, Mutti, wo klebst du denn fest? Das war so klar. Da musste ja noch ein zweites Paar drauf. Ja, muss halt. Sonst wirkt das nicht. Ich denke, ich hätte hier oben eigentlich gerne noch so ein bisschen Highlight. Da bist du zu hell. Dass man so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen abhebt. Ja. Ist ganz gut. Ist ganz gut, wenn ich dir das sage. Ich vertraue dir da. So, erstmal die Lippen schön, eher in so einem hellen Ton. Geht halt immer zu natürlicher und dann kann man halt auch ein bisschen übermalen. Größern das Ganze einfach ein bisschen. Man muss halt auch immer daran denken, in der Schule, der Lehrer ist halt weiter weg. Und ihr wollt ja auch, dass er euch sieht. Ne? Für den ist alles viel kleiner. Eben, deshalb immer ein bisschen größer. So, liebe Freunde, jetzt geht's richtig ab. Dann nehmen wir so ein bisschen was einfach von Pigmenten, was wir so finden. So, ne? Und dann, oh, ja, das war ein bisschen viel. Naja, gut, müsste reichen. Kriege ich auch nie mehr da zurück rein. Jetzt nehmen wir uns hier so ein bisschen Latexmilch. Ich weiß nicht, ob man das schütteln muss. Deshalb schütteln wir es. Ja, musst du auch nicht schütteln. Ja? Dann habe ich hier so ein bisschen Watte vorbereitet. Zum ganzen Bettvorleger. Dann nehme ich mir hier so ein bisschen was von der guten. Von der guten Milch. Mach das. Nicht auf meine neue Hose! Jetzt tupfen wir das Ganze süßer. Also, wir machen das einfach nochmal, aber irgendwie ein bisschen geschickter. Nehmen wir da schon so ein bisschen mehr und tragen das so über unseren Glamour-Glitter auf. Dann nehmen wir uns so ein bisschen Watte. Ich bin ja sehr gespannt, was das wird. Du, ich auch. Du wirst der Weihnachtsmann. Wenn wir das da oben fertig haben, machen wir aber von unten so ein bisschen weiter. Tue ich dir nicht weh? So, wir wollen nämlich so ein bisschen Fäden haben, das kommt immer sehr attraktiv rüber. Keine Sorge, Melissa, ich habe alles unter Kontrolle, auch wenn es nicht so rüberkommt. Mach ein bisschen hoch. Du musst zeigen, wie schön du bist. Du darfst dich nicht so verstecken. Ja. Serving it. Schlechte Gefühle, aber ist alles so, wie es sein soll. Ein bisschen hier so Löcher rein. Schön. Aber das ist Freundschaft, wisst ihr, Leute? Ihr holt am besten auch Freunde rüber, die helfen euch dabei. Und pulen euch mit ihren Nägeln in eurem Gesicht rum. Und reißen euch Löcher in eure Watte. Ich glaube, man muss, der Trick, meine lieben Freunde, ich habe den jetzt herausgefunden, man muss die Watte vorher ein bisschen mehr vorformen, so wie man sie eigentlich haben möchte. Malen wir den ganzen Spaß erstmal an. Überpudern hier. Dann ein bisschen zum Schattieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne einen Daumen nach oben und schaut doch auch... Kannst du überhaupt reden? Naja, so halb. Naja, schaut doch gleich bei Marvin vorbei. Der macht auch normale Make-up-Tutorials. Wie ich gerade so ein Peace-Zeichen gemacht habe, ne? Voll dritte Klasse. Egal. Wir machen egal, anders. Für die Einhörnchen. Genau. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren, denn jedes Einhorn bekommt seine Flügel dadurch. Na. Tschüss.
Tschüss. Das Ding ist, es gefährt halt so, aber es kommt halt echt. Teilweise ist es gar nicht so easy hier.